Geschätzte Mitbürgerinnen, geschätzte Mitbürger, gerne schaue ich zurück auf die letzte Kantonsratssession im 2020. Haupttraktandum war die Botschaft B55. Mit dieser Botschaft will der Kanton Luzern als einer der ersten Kantone in der Schweiz die Härtefallregelung vom Bund umsetzen. Der Kanton Luzern stellt 25 Millionen zur Verfügung für Unternehmen, die von der Corona-Krise hart getroffen worden sind, insbesondere in den Bereichen Events, Gastro, Tourismus und andere. Die CVP hat schon am Anfang der Corona-Krise gesagt, dass der Bund bei der Wirtschaftsunterstützung den Lead übernehmen soll und der Kanton nur subsidiär handeln soll. Jetzt, wo der Bund bereit ist für die Härtefallklausel, unter anderem dank einem Vorstoss vom CVP-Nationalrat Nicolo Paganini, ist der Kanton Luzern bereit und hat heute eine Härtefallregelung beschlossen. Mit dieser Lösung kann in der Luzerner KMU-Wirtschaft schnell und zum richtigen Zeitpunkt und hoffentlich im richtigen Umfang und Umfang geholfen werden. Als weiteres Traktandum ist die CVP-Pflegeinitiative auf der Traktandenliste gestanden. Die Regierung hat die Ablehnung beantragt, der Kantonsrat aber anerkennt das Thema und hat darum die Botschaft an die Regierung zurückgewiesen. Die muss jetzt einen direkten Gegenvorschlag ausarbeiten. Die CVP fühlt sich bestätigt, dass wir mit dieser Initiative ein wichtiges Anliegen aufgegriffen haben. Detailliertere Informationen und weitere Themen und CVP-Haltungen, z.B. zu Fragen von der Luzerner Waldwirtschaft, zu Verkehrs- und anderen Themen, entnehmen Sie wie immer unserem Newsletter, wo wir jeweils nach der Session aufschalten. Und übrigens, auch heute bin ich persönlich mit dem E-Bike an die Session angereist. Nicht nur, aber auch wegen dem Traktandum 16. Bei dem haben wir uns dafür eingesetzt, dass Radrouten in der Zukunft von den Kantonsstrassen entkoppelt werden. Entkopplung bei der Planung, bei der Realisation und teilweise auch Entkopplung tatsächlich auf dem Feld. Wir sind überzeugt, dass damit dem gewachsenen Bedürfnis von Velo- und E-Bike-Verkehr das entsprechende Gewicht beigemessen werden kann.